wie ihr seht, sind wir schon im Auto unterwegs und es regnet. Wir gehen jetzt nämlich schnell einkaufen. Wir haben nämlich fast nichts mehr zu essen zu Hause. Also nichts mehr Anständiges. Kennt ihr das, wenn man nur mehr so Reis und Bohnen und sowas hat? Aber wir brauchen Brot, die Tiere brauchen unbedingt was zu essen. Der Pief mauzt uns, glaube ich, schon seit gestern Abend an, dass er was essen will. Wir sind wirklich komplett auf leer mit dem Tierfutter. Und ja, Freitag, ein bisschen einkaufen. Alle wichtigen Eckpunkte schon gesagt. Der Papa hat das Video noch nicht fertig geschnitten. Das heißt, wahrscheinlich kommt es heute dann ein bisschen später online. Ja, und sonst, mir geht es heute leider nicht so gut. Mir ist ein bisschen schlecht. Ich habe schon was gesnackt in der Früh. Also ich hoffe mal nicht und ich will es auch nicht mehr, also herbeischwören, wie man das auch immer sagt. Aber ich hoffe wirklich nicht, dass ich Hyperemesis bekomme wie letztes Mal bei der Lisa. Das war wirklich Horror. War sogar zweimal stationär im Krankenhaus und das will ich nicht mehr. Vielleicht ist mir nur einfach ein bisschen so flau im Magen. Ja. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Mini-Muffins gegessen. Einfach so in der Hoffnung, dass das dann vorbeigeht. Mir geht es schon ein bisschen besser, aber ich habe auch irgendwie Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. Es ist auch wirklich bei uns grau in grau und echt nicht schön. So ein richtiges Kuschelwetter. Am liebsten will ich mich zu Hause unter die Bettdecke kuscheln und nichts machen. Baba. Alleine kuscheln? Ja, wir können alle zusammen kuscheln. Yeah. Fernsehen, was snacken. Ja, so geht es mir eigentlich schon seit Tagen. Na gut, meine Lieben, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal schnell einkaufen. Ins Geschäft werde ich euch natürlich nicht mitnehmen, ist immer ein bisschen schwierig, aber wir zeigen euch dann natürlich zu Hause, was wir eingekauft haben. Also kein Food Haul, sondern so ein bisschen, oder? So einen leichten Food Haul im Vlog. Auf Schnelligkeit. Ersten Teil vom Einkauf haben wir jetzt erledigt. Kalt, ja. Das ist eigentlich das beste Wetter, um Corona zu verbreiten. Kommt da feucht, Winter nass zurück, und ja, jetzt haben wir ein Teil haben wir erledigt. Wir waren jetzt beim Hofer und jetzt müssen wir noch mal kurz zum Billa. Maske wird gleich angelassen, oder? Ich habe das eigentlich auch nur kurz runtergetan, weil ich trinken wollte. Wir haben jetzt eine Fanta gekauft und mir ist so schlecht. Ich habe Angst, dass du mich ansteckst, deswegen dreckig. Wieso ansteckst? Du kannst nicht schwanger werden. Schwangerschaftsübelkeit kann man meistens nicht übertragen. Das ist nicht das, oder? Die Übelkeit. Ich hoffe nicht. Also es fühlt sich irgendwie sonst so an, aber ich hoffe, dass es nur dabei bleibt. Wir gehen jetzt nochmal schnell hier zum Billa und dann fahren wir heim. Zu Hause ankommen hat das immer Priorität, gell? Ja, Kunde kusseln, Hunde streichen. Die Sophie und die Emmy. Ein Babygirl! Mischka Girl! Mami Girl! Wer hat jetzt gefurzt? Emmy? Bäh, Emmy! Emmy, du Saui! So wie sie sich freut. Boah, stink! Boah, stinkt so ich. Boah, das ist ein Hund, ich sag's euch. Die Emmy ist ein Stinkebär. Und es ist, mir ist es eh perfekt, mir ist schlecht und dann noch so der Stink. Die Emmy ist bitte mal eine Stinkefurzmaschine. Die Emmy ist eine Stinkefurzmaschine, die Lara hat recht. So, der Papa und der Patrick räumen jetzt schnell aus und dann zeigen wir euch, was wir angekauft haben. Danke, Fokus, dass du nicht vorhanden bist. Geht's jetzt? Ja, also Patrick und Papa räumen aus. Ich bin aus der Puste, wo ich nur Treppen draufgegangen bin. Und wir zeigen euch schnell, was wir gekauft haben. Und die Doggies inspizieren gleich unseren Einkauf. Emmy, Sophie, was machen die Hunde? Die Doggos. Doggos. Das super. Warte, Lara, Lisa, Lisa, gehst du mal zu Michelle? Ich und der Papa räumen das dann aus, okay? Hey, Köpfe aus dem Sack. Sophie. Wie sie gucken. Oh, no, Mama, no, Sophie und Emmy. Au, au, Hilfe, Mama. Was machst du da? Geht? Die zwei sind so süß. Also, wir zeigen euch ganz schnell Hurtig. Hurtig ist ein österreichischer Begriff, glaube ich, oder?
Also ganz flink zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Ich habe schon ein bisschen hier ausgeholt aus der Tüte. Wir waren beim Hofer und beim Villa. Ja, wir haben 200 Euro beim Villa, beim Hofer ausgegeben und beim Villa 50? 20. 190 beim Hofer und 20 Euro beim Villa. Also, wir haben hier ein bisschen Wurstaufschnitt gekauft. Einmal hier Pariser, also extra Wurst. Und einmal Kantwurst. Dann habe ich mir zwei Paar Unterhosen gekauft. Dann Snickers. Wir lieben Snickers. Danke, Luisa. Oh. Dann haben wir diese Nuss-Bären-Mix. Das ist so lecker. Da sind Pekannüsse drin, Mandeln, Cranberries, Schoko. Was ist da los? Mega, mega, mega lecker. Dann haben wir Gemüsesuppe-Brühe gekauft. Zweimal. Zweimal. Danke, Lydia. Mein Lieblingsaufstrich, den esse ich total gerne in letzter Zeit. Das ist so Senf-Honig-Antipasti-Creme. Mega lecker. Auf Brot mit Gurken. Danke, Lisa. Dann Babybel haben wir gekauft. Einmal für den Patrick. Wie viel? 3 Stück, oder? Ja. Für 8 Euro sind da 3 Stück drinnen. T-Shirts für zu Hause, für Baba Weiß. Bitteschön, Daddy. Dann haben wir für die Lara so eine wasserdichte Matratzenauflage gekauft, weil sie hatte noch keine für ihr Baby. Hat sie gefurzt? Sie hat vorhin auch gefurzt. Danke, Lisa. Dann haben wir für die Mädels, die essen sie mich total gerne so, wie heißt das? Leberwurstaufstrich. Oh, das ist nicht normal. Oh. Ey, wie du Sau. Eine Sau? Ja, eine Sau. Woher möchtest du mir das? Hat nochmal ein Nacht gelegt. Emmy! So, wir machen weiter, gell, Lisa? Wir lassen uns doch den Bestand nicht beirren. Was ist das? Süßkartoffeln. Wir haben nämlich Süßkartoffeln gekauft. Ich habe nämlich mega Lust auf eine Bowl. So eine Buddha Bowl. Wann machen wir das? Heute. Ja! Mega lecker mit Böhnchen, Quinoa, Avocado, 2x Bananen. Dann haben wir dieses Bio-Vital gemacht. Was ist? Ah, du magst es herzeigen. Ah! Da hat der Patrick Knoblauchflocken in Auftrag gegeben, deswegen haben wir das gekauft. Patrick, Knoblauchflocken. Lecker Pudding. Was noch? Tofu hat der Patrick auch gesagt. Möchte er haben. Einmal geräuchert und einmal in der Tür. Balsamico-Essig. Dann haben wir noch so eine Butter gekauft. Kennt ihr bestimmt, haben wir schon öfters gezeigt. Die kaufen wir immer. Dann dieses Toppi für die Mädels. Einen Granat. Ein Granatapfel, ich esse das total gerne und die Lüge auch. Dann Nektarinen und Himbeeren haben wir auch. Das ist auch mein liebstes Essen. Und für den Patrick haben wir einmal diesen Soja-Joghurt von Joja mitgenommen. Dann haben wir da drinnen Tomaten. Und wir haben drei Paprika, oder? Vier Paprika. Dann habe ich auch noch so, ich hatte eben voll Bock auf Nüsse, deswegen habe ich dann nochmal Nüsse genommen. Und geröstet. Dann haben wir Böhnchen gekauft. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Dann haben wir Ketchup gekauft. Wir kaufen immer Heinz. Dann haben wir auch so eine Sojasauce gekauft. Bio-Tamari-Sauce. Also, Patrick wollte das haben. Dann einmal Chili-Puder. Chili-Puder? Ja. Dann haben wir Delikatessgurken gekauft. Das sind Essiggurken, oder? Dann haben wir Melanzanis gekauft, Auberginen, wie man auch sagt, in Deutschland. Dann Stangensellerie, 2 Stück Gurken. Dann haben wir Eisbergsalatchen. Das ist ein Blumenstrauß. Oh, danke schön. Bitte schön. Was noch, Baba? Oh, lecker. Ich habe beim Billa Donuts gekauft. Billa, ja. Einmal diese 4er Schokosil. Bitte. Dann habe ich Rinderfleisch gekauft, weil ich möchte ein Gulasch für die Mädels machen. Und dann, diese habe ich auch genommen. Simpsons Donuts in Pink. Tortellini habe ich gekauft. Gab es beim Hof auch so Bio-Tortellini. Einmal vegan mit so Gemüsefüllung. Und dann habe ich noch Ravioli mitgenommen, und zwar Käsespinat. Dann haben wir noch Eis mitgenommen. Ah, 2 von jeder. Ja, 2x Kaktus. Also wir haben 2x von dem mitgenommen. Die Kinder lieben dieses Kaktus-Eis. Und 2x von diesen da, mit diesem Bum Bum und Smarties-Eis, whatever. Das ist Eis. Ah, dann habe ich was ganz Neues beim Hofer gesehen. Und zwar, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Pommes Duchesse. Es hat so eine Form, also so eine Kartoffel, aber so
Ich glaube, das ist im Spritzbeutel wahrscheinlich rausgepresst. Dann Avocados zweimal. Dann Lachs habe ich auch gekauft für mich. Und Pizzen haben wir auch gekauft, ja. Die Michelle fragt immer mal nach so einer Tiefkühlpizza, deswegen einmal Margarita, also zweimal Margarita und zweimal Salami. So, jetzt wird ein bisschen was gesnackt. Papa hat mir schon Gürkchen geschnitten. Das esse ich nämlich total gerne, diesen Aufstrich auf Schwarzbrot und dann Gurken drüber. Mega lecker. Was esst ihr? Hummus? Und du, Mischka? Lecker bei dir. Leberwurst, okay. Lecker bei dir. Lecker bei dir. So schaut das aus. Mega lecker, Baba. Lecker, 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 Baba. So, meine Lieben, ich sitze jetzt im Büro, wie ihr sehen könnt. Wir haben jetzt gefrühstückt oder halt gebruncht, weil es ein bisschen später war als früh. Und jetzt sitze ich im Büro, ich muss ein paar E-Mails bearbeiten und ich habe euch ja gestern im Vlog gesagt, dass ich einen Termin habe heute. Mit der Michelle hätte ich ein Shooting gehabt für eine Firma, aber das wurde leider ab. Also kein Shooting, es war eher ein Dreh. Es wird nämlich nicht Fotos gemacht, sondern gefilmt. Und es wurde jetzt abgesagt, weil es in Wien leider regnet und jetzt haben wir es verschoben auf nächste Woche. Ich fühle mich ein bisschen müde, aber da muss ich jetzt durch, weil ich habe wirklich viele Sachen hier zu erledigen. Der Papa schneidet das Video noch fertig, was er heute nicht fertig geschafft hat und ja, deswegen bei mir jetzt Fokus. Ich habe mir jetzt meinen Ding zur Hand genommen, meinen Mama-Wochenplaner, den hat es auch mal bei mir im Online-Shop gegeben. Den gibt es aktuell nicht mehr, weil der ist schon ausverkauft, aber den werde ich neu gestalten. Ich nehme jetzt nämlich so einen Mama-Wochenplaner von mir und werde mir jetzt eine fette To-Do-Liste schreiben mit den ganzen Sachen, die ich zu tun habe, damit ich so ein bisschen ja, mich fokussieren kann, um zu gucken, was mache ich heute, was muss noch gemacht werden, dies, das. Und ja, let's do it. Übrigens, meine Mama-Wochenkalender sind leider schon ausverkauft. Es gibt nur mehr Girlboss-Wochenkalender. Das heißt, falls ihr auch so einen haben wollt, mit Girlboss und nicht mit Mama, gibt es noch welche. Sonst, es werden noch ganz viele To-Do-Listen in meinem Online-Shop reinkommen und noch viele Planer, Schülerplaner und so weiter. Seid gespannt. Na gut, ihr Lieben, ich werde mich mal hier ranmachen und nicht mehr so viel Quakwa. Oh nein, sie klettert auf mich auf, nein! Die Sophie ist an der Tür. Bist du mein kleiner rosa Bier? Du bist alles rosa? Mhm. Bist du Zuckerwatte, Zuckerwatte, Zuckerwatte? Zuckerwatte, Zuckerwatte, Zuckerwatte. Luisi, mehr. Ich bin immer noch hier, wie ihr sehen könnt. Hallo. Hallo. Na, 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 na. Mir ist kotzübel. Wieso mir ist schlecht? Ich habe Bauchweh. Und ich bin extrem geruchsempfindlich. Papi, komm bei. Nein, jetzt nicht. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nein, Lisa, jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt ever. Gib mir Kuss. Gib mir Kuss. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal trotzdem kurz die Luisa ins Bett bringen. Nicht müde. Kleiner Schatz. So. Video online gestellt und ich gucke ein bisschen. This is us. Mir ist richtig schlecht, ich sag's euch. Ich glaube, ich bekomme wieder diese Übelkeit. Man vergisst komplett, wie sich das anfühlt und das ist echt ekelhaft. Mir ist so schlecht. Ich musste zwar noch nicht auf die Toilette rennen, aber es ist einfach ständig
Während ich im Schlafzimmer bin, wird hier in der Cucina fleißig gekocht. Was macht ihr denn da? Wir machen Ratatouille. Ah, alles klar. Rattenfutter. Der Papa hat jetzt in der Cook for Me das Gulasch gemacht. Und wie viel habt ihr noch fürs Ratatouille? Ich habe gerade angefangen. Ach so. Ich habe zuerst die Tomaten einmal geschält. Mhm. Dann schier geschält, jetzt haben wir die Paprika geschnitten und Koptieren. Koptieren, yes. Ich freue mich schon so auf die Serviettenknödel, weil das essen wir dann mit Gulasch. Also ich mit den Mädels, oder? Ich glaube nicht, dass die Ratatouille cool finden, oder? Was sagst du? Ich bin auch gespannt. Emmy! Hi, Emmy! Bitte sie nicht zu viel backen, weil sonst furzt du. Oh, furzt? Kommen die Gerüche raus. Du hast den Vlog gestern übrigens super geschnitten, Baba. Ja, genau. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr Babas Videos immer findet, weil du Baba macht das jetzt immer. Du hast auch gut gedreht mit dem Schuh. Das habe ich so lustig gefunden, wie sie dir den Schuh gestohlen hat. Und sie ist die Täterin. Hast du Baba den Schuh gestohlen? So, meine Lieben, ist 22 Uhr. Ich muss das Video beenden. Die Mama geht es nicht gut. Sie liegt doch noch kurz im Bett. Ich bin jetzt noch mit Patrick beim Abendessen. Unsere Ratatouille ist fertig. Ich kann euch kurz zeigen, wie das aussieht. Brauche einen Handschuh. Na, na, na. Und unsere Ratatouille schaut dann so aus. Fürs erste Mal. Schaut nicht schlecht aus. Geschmacklich haben wir noch nie probiert. Wir werden dann gleich sehen. Wenn wir uns morgen nochmal sehen, das heißt, es hat gut geschmeckt, wir sind nicht tot. Und meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben und Glocke einschalten. Tschüss.